gibt es. Dann beginne ich zum Stefan. Und zwar habe ich ein Interview gestartet über meinen Job bei der Polizei. Also ich bin seit einem Monat schon bei der Polizei. Wäre auch nicht so leicht, an diese Polizeistelle überhaupt anzukommen. Weil ich muss erstmal klären, dass ich nur ein Haupt habe und kein Abitur. Ne, und da hat der natürlich gesagt, dass er mit mir mal versucht, bei der Polizei mich auszubilden. Jetzt bin ich auch Auszubildender bei der Polizei. Polizeipräsident ist Oberhof Blaster Luftbrücke. Ja, und eigentlich müsste man bei der Polizei eigentlich ein Abitur haben. Aber das haben die meisten, aber nicht alle, so viel ich weiß. Also ich hab das nicht. Hätte ich gerne Abitur, dann wäre ich wahrscheinlich auch Feuerwehrmann geworden. Oder wahrscheinlich sogar Oberkommissar bei der Polizei. Ja, und ich habe ja auch ein Funkgerät und eine Taschenlampe. Wenn ihr wollt, kann ich natürlich euch auch zeigen. Also einen Moment. Hier ist ein tolles Funk. Hier ist AB Abteilung. Hier sind wir in B Abteilung. Hier ist das Spandau B. Wenn ich Schule werde, dann ist es natürlich A. Ja, natürlich nicht, weil jetzt fast Noteinsatz kommt. Das sind meine Kollegen hier. Und natürlich haben wir auch eine Taschenlampe. Ne? Meine Dienstwaffe ist leider in der Dienststelle, aber brauche ich da jetzt eigentlich nicht mit, ne? Weil es ist ein Interview. Aber stell dir mal vor, das ist jetzt eine Waffe und wir müssen jetzt in so einem Verlies Keller, wo dunkel ist, und Waffe. Natürlich kann man nicht beides nehmen. Dies und dies, aber wir kennen einen Helm, man nimmt die Taschenlampe und darunter ist natürlich auch die, über ist die Waffe, und wenn jetzt jemand kommt und bei uns eine Waffe zählt, dann dürfen wir natürlich abhängen, nur in Notwehr. Ansonsten geben wir einen Warnschuss aus, die manchen blenden sich auch stehen, aber das ist ganz gehen, dass jemand überhaupt stehen bleibt. Dann überhaupt, ne? Also, man könnte natürlich auch überfallen in der Sparkasse. Die haben ja unten in so einen TKO-Knopf. Und wenn die da drin ist, die war in 5 Minuten da, auch wenn die Stelle 20 Minuten entfernt ist, die war in 5 Minuten da, weil war ja durchfahren überholt. Ne? Und natürlich, die SDK kommt natürlich nur, wenn auch Geiseln da sind. Und das war dann auch schon wieder vom Polizeischock.